Hallihallo, herzlich willkommen hier. Heute mal ein bisschen noch mit was Verrücktem hier. Soll auch zeigen, ja, dass auch ich ein bisschen verrückt bin oder nicht ganz normal wie alle anderen. Na, wer ist schon wie alle anderen? Jeder ist ja für sich sein eigenes. Aber genau, also ich habe damals, als ich im Urlaub war und den bekommen habe, gesagt, oh, lass das bitte so. Mir gefällt es ganz gut mit diesen Fransen hier so raus. Ja, so ganz nebenbei. Genau. Hier habe ich ein kleines Mini-Energiemodul. Das sind zwei Halbkreise, zwei Metallhalbscheiben, die so übereinander liegen, aber keine Berührung haben. Das heißt, die eine obere Scheibe nimmt die Energie vom Kosmos auf und die untere Scheibe nimmt die Energie von der Erde auf. Und auch zwischendrin entsteht so ein Effekt, quasi ein Energieeffekt. Und ja, der Sinn dabei ist, dass man die über Kabel miteinander verbindet, diese zwei Halbleiter hier. Und diese zwei Halbscheiben. Und dann quasi die Erdung hier zu der gebenden Hand, also wo die Energie rausströmt. Also wenn man von polarisierenden Händen spricht, dann gibt es immer eine gebende und eine nehmende Hand, dass es ein Kreislauf ist. Und hier in dem Fall nehme ich die Erde an meine gebende Hand, weil hier dann die Energie reinfließt in die Erde. Und hier, der Kosmos, ist die nehmende Hand. Über die nehme ich die Energie auf. Und so bin ich in einem Kreislauf, solange die Scheibe hier so parallel zum Himmel und zur Erde gerichtet ist. So würde es nicht funktionieren. So wäre der Effekt nicht da. Genau. Und ganz interessant ist, eine gewisse Frequenz entsteht, wenn jetzt hier eine Nummer zum Zeigen, wenn man das jetzt so verschiebt, jetzt hätte ich eine Frequenz von 50, ne, logischerweise. Und so hätte ich eine Frequenz von 0, wenn ich das komplett als Kreis mache, dann habe ich eine Frequenz von 0 und es gibt eine Liste über ausgetestete Frequenzen für gewisse Leiden, mit der man ja, sich selbst behandeln kann, unterstützen kann zumindest. Also eine gänzliche Heilung will ich hier niemals aussprechen. Ich denke aber, man kann sich damit hier unterstützen und auch in meiner Heilerarbeit nutze ich diese Energien, um noch mehr Verstärkung mit reinzubringen. Genau, die sind dann einfach hier an den Elektroden auch mal am Ende angeschlossen, die man dann in der Hand hält. Man kann natürlich auch auf die Körperpunkte, je nachdem, mal was raussaugen oder reingehen. Auch Allergien, man kann super, wenn man eine Zwischenplatte hat, nochmal die Substanz oder einfach was draufschreiben, um was es geht, gewisse Allergielöschungen machen. Klappt auch hervorragend, also Wahnsinn. Da habe ich zum Beispiel hier das Ganze auch nochmal in größer. Dann auch hier habe ich die Löcher dann drin, um quasi die Verbindung herzustellen. Aber um es hier nochmal zu zeigen, quasi sind zwei Halbscheiben, die übereinander liegen sollten, aber sich nicht berühren dürfen. Ja. Hier. Am meisten wird die Frequenz von 100 genutzt, das heißt zwei Halbplatten sind so übereinander und berühren sich nicht, Luft dazwischen und einmal Erdung und einmal kosmische Verbindung. Und ja, da geht richtig was, also da kann man auch ganz viel damit bezwecken. Was ich zum Beispiel noch gebastelt habe, ist hier so ein Verschiebeteil, wo man auch diese Halbplatten hat. Da hat man dann die Möglichkeit, quasi das so zu verschieben. So wären jetzt drei Halbkreise komplett übereinander. Und ja, auch alles miteinander verbunden, das Erde und Himmel. Wenn ich mir das dann hinlege und ja, lass mich durchströmen, dann ist das ein angenehmes Gefühl. Genau. Also. Wunderschön, viel Spaß, hab dich wohl und
wünsche dir eine gute Zeit.